Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live dabei und es kann eigentlich keinen Zweifel geben. Dieses Spiel hier, das wird richtig interessant. Dinamo Zagreb gegen Lille. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Josip Mišić. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Vielleicht die Führung jetzt. Bamba. Burak Yılmaz. Und die Chance. Sie können den Pass unterbinden. Das macht er richtig gut. Was macht er draus? Sie lassen den Platz für die Flanke. Das war eng, aber er hat ihn. Sanchez. Bamba. Spiel geht mit Einwurf weiter. Bamba. André. Tja, wo ist die Lücke? Gefährlich! Klar, das ist abseits. Sie sind ein wenig selber schuld. Weil Sie zu hastig waren. Da müssen Sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt dieser Pass. Das ist ärgerlich. So, weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ungewohntes Bild. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber Sie bleiben geduldig. Gehalten! Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben, ehrlich gesagt, alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Eck in den Strafraum. Da konnten sie nichts draus machen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Den Ball holt er. Jetzt können sie kontern. Klasse Pass. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ja, da ist Platz jetzt.
Und sie verlieren den Ball dann doch. Burak Yılmaz. Sanchez. Jetzt wird's gefährlich. Da wäre Platz für den Konter. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Und da lag er richtig, auch wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Sie spielen steil, gefährlich. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1:1. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. André. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Was für eine Technik! Mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Josip Mišić. Chance zur Flanke jetzt. Kann er was draus machen? Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Die schwächere Ballbesitzquote hat hier in dieser Partie bislang Lille. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Sie suchen die Lücke. Den Zweikampf führt er sehr gut. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Geduldiger Aufbau. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Gut gesehen, das war abseits. Etwas zu früh gestartet, abseits sah gefährlich aus, aber sie machen die Chance selbst zunichte. Burak Yılmaz. Sanchez. Sieht vielversprechend aus. Spielt den Ball.
Burak Yilmaz kann es machen. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. So, Ecke kommt. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Riesenglück gerade. Gold richtig gestanden auf der Linie. Verhindert das sichere Tor. Könnte in Konter geben. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Oh, das sah vielversprechend aus. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Burak Yilmaz. Sanchez. Wer? Ball ist unterwegs. Wird das die Entscheidung? Stark, das war's mit der Chance. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Sie drängen auf den Ausgleich, vielleicht geht jetzt was. Könnte der Ausgleich werden. Der Ausgleich! Nicht zu glauben, sie kommen hier wirklich zurück in diesem Spiel. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Vielleicht die Konterchance. Timothy Weah. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Chance zur Führung. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen Sie gewinnen. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Das war eine enge Partie. Glücklicher Sieg am Ende. Knapper Sieg. Aber so ein Spiel musst du am Ende dann auch erstmal gewinnen. Da haben die Nerven gehalten. Sie wollten diesen Erfolg. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.